Guten Morgen und willkommen zum Gospelloft heute. Wir haben einen neuen Hintergrund geschaffen in unserem Gospelloft. Ich möchte heute kurz etwas besprechen über etwas Praktisches. Wie können wir einen Anfang machen mit den Geistesgaben, die beschrieben sind im 1. Korintherbrief Kapitel 12 und 14. Jeder möchte es haben und keiner wagt sich es zu tun. Und die Gemeinden sind stumm geschlagen. Wir gehen zu einem Gebetsabend und sprechen zu Gott, geben ihm aber absolut keine Chance, uns eine Antwort zu geben. Er möchte doch gerne zu uns reden und das durch die Gaben der Weissagung, durch Zungenrede und Auslegung, durch ein Wort der Kenntnis oder der Weisheit. Und was tun wir? Wir machen einen endlosen Monolog oder konzentrieren uns auf den Kaffee und den Kuchen nach dem Gebet. Aber ich möchte gerne anfangen mit einem Text aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 14 und Vers 26. Ein ganz bekannter Vers. Wie ist es denn nun, liebe Brüder und Schwestern natürlich, wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder einen Psalm. Er hat eine Lehre, er hat eine Offenbarung, er hat eine Zungenrede, er hat eine Auslegung. Lasst es alles geschehen zur Erbauung. Es geht um Teilnahme. Das ist mein erster Punkt. Es ist wie ein Bandwagon, beladen mit allen möglichen Instrumenten. Und dann nur einer oder zwei Menschen, die bereit sind, Musik zu machen. Der Rest, die sitzen auf der Deichsel und die reden über Musik und von den alten Tagen, als es noch anders war. Und ich habe hier eine Zeichnung gemacht darüber. Es ist ein Bandwagon und da sind so zwei Leutchen darauf und der eine blast das Horn und der andere schlägt die Trommel. Und dann auf der linken Seite, da sitzen sie auf der Deichsel. Und sie wagen sich nicht auf den Bandwagon zu steigen. Und so schläft die Gemeinde ein und schlussendlich bewirkt es den geistlichen Tod. Und die Gemeinde wird zur sozialen Zusammenkunft, wo wir unsere Klagelieder singen, Kaffee trinken und dann mit unseren Sorgen wieder nach Hause gehen. Es soll aber nicht so bleiben. Und wir wollen versuchen, etwas zu beleben. Wir Europäer sind voller Entschuldigungen, warum wir es nicht tun müssen oder sollen oder wollen. Und wir verziehen uns in eine stille Ecke. Es ist kulturbedingt, sagen wir. Und in Afrika, ja, da ist es anders. Die Menschen sind arm und fröhlich. Und wenn sie in die Gegenwart Gottes kommen, werden sie vom Geist belebt. Ja, vielleicht müssen wir arm werden wie die Afrikaner. Dann kommt vielleicht auch ein bisschen geistliches Leben zu uns. Aber das ist nicht die Antwort. Wir sind eher scheu und wir wagen uns nicht auf die Äste hinaus, obschon die Bibel das Gegenteil ausruft. Es könnte ja sein, dass wir unsere Emotionen und Gefühle entblößen. Aber was müssen wir tun, ist die Frage. Wir haben einen Versuch gemacht. Und dazu haben wir alle möglichen Instrumente in unserem Haushalt zusammengebracht. Gekratzt für einen Gebetsabend. Ja, da war ein Tisch in der Mitte aller Anwesenden. Und darauf haben wir Tamburine gelegt und einen Dreiangel, eine afrikanische Trommel und eine Zimbale. Es braucht absolut keinen musikalischen Unterricht, ein Tamburin zu spielen oder einen Dreiangel.
Und deshalb fühlt man sich fast gezwungen, etwas in die Hand zu nehmen und auf den Bandwagon zu steigen. Und ich habe hier ein Foto gemacht von dem Tisch. Da sehen wir die Tambourine, den Triangle, die Cymbale und die Trommel. Aber wenn nichts vorhanden ist und kein Wort der Ermutigung da ist, dann geschieht auch nichts. Dann gehen wir im alten Tramp einfach weiter mit unserem Monolog und dem Kaffee trinken. Aber wir erfuhren das Gegenteil. Nach dem ersten Lied war der Tisch leer. Und die Kultur war überwunden und zerbrochen. Der Bandwagon war gefüllt und die Stimmung erhöht. Es ist der erste Schritt und das Resultat war absolut erstaunend. Und hier habe ich nochmal eine Zeichnung gemacht von dem Resultat, wie es dann aussieht, wenn die Leute zugreifen und mitmachen. Und hier ist die Band. Sie sind sogar vom Bandwagon gestiegen und sie wandeln durch die Straße, voller Musik und Fröhlichkeit. Nicht nur gab es eine emotionelle Befreiung, aber auch einen ersten Schritt zurück zu den geistlichen Gaben. Gott begann zu reden durch Weissagung und Gesicht. Das Eis war gebrochen. Und dann kommt der zweite Schritt. Es ist meine Erfahrung, dass wenn Gott auch prophetisch redet, der Inhalt bald verloren geht. Und selten erinnert sich jemand an das, was durch die Gaben offenbart wurde die Woche zuvor. Ich habe mir vorgenommen, jedes Wort, das durch die Gaben zu uns kam, zu illustrieren, mit einer kleinen Zeichnung, es zu unterstützen mit einem biblischen Text, um uns ein bisschen Sinn dafür zu geben und dann es auszudrucken für jeden Anwesenden. Und so haben wir es getan von August bis Oktober 2022. Es wird jetzt nicht mehr ein Monolog geführt, sondern Gott redet zurück und fordert uns auf, zu hören und uns daran zu erinnern, was er gesagt hat. Ich habe jedem Anwesenden, jedem Bruder und jeder Schwester einen Ordner gegeben, damit nichts verloren geht. Und ich habe hier wieder zwei Bildchen, die ich gerne zeigen möchte. Das eine ist ein Foto von einem Buch, das ich zusammengemacht und zusammengefügt habe, wenn Gott redet. Und ich habe jede Illustration darin hineingebunden. Und auf der anderen Seite ist dann so ein Muster, was da geschehen ist. Es ist ein ganzes Bündel von Schlüsseln, denn Gott hat uns den Schlüssel gegeben, die Bibel und das Wort aufzutun für unseren Nachbar. Das nur als Beispiel. Geistliches Wachstum muss befördert und ausgeübt werden. Ja, ausgeübt werden. Sonst, ansonsten geht die Lehre verloren und wir sind wieder da, wo wir begonnen haben. Es wurde uns bald bewusst, dass gewisse Dinge in unserem geistlichen Leben einfach fehlen. Und schon das erste prophetische Wort zeigte deutlich den Finger auf eine dieser Mängel. Und was Gott da zuerst gesprochen hat, ist, dass wir werden bedrängt durch böse Mächte. Und ich möchte diese erste bildliche Weissagung aufzeichnen und etwas Bedeutung dazu geben. Es zeigt eine Kette und eine schwere Eisenkugel daran, was auf unsere geistlichen Fesseln hinweist. Dann, sobald die Kugel getrennt wird, wird die Kette zur Kette der Gemeinschaft. Und hier ist das Bildchen der beiden Ketten. Eine mit einer schweren Belastung einer Kugel, die uns gefangen hält. Und eine getrennte Kugel von der Kette und die Kette wird zur Kette der Gemeinschaft. Es wurde mir mehr und mehr bewusst,
dass wir in vielen Sachen noch festgekettet sind und wir diese Mächte abschütteln müssen. Dazu habe ich eine Serie von Kurzpredigen gemacht und zusammengestellt, welche uns helfen sollte, die Ursachen dieser Festungen kennenzulernen und damit umzugehen und sie zu verbannen von unserem Leben. Wir wundern uns oft, warum Dinge schieflaufen in unserem täglichen Leben, im Umgang mit unseren Mitmenschen, in unseren Finanzen und damit auch mit unserer Beziehung zu Gott und oft auch in der Ehe. Die geistliche Welt ist deutlich geteilt zwischen dem Heiligen Geist und den Mächten der Finsternis. Die Bibel hat darüber etliches zu sagen. Und wir wollen es zusammen ergründen und daraus lernen, dem Bösen zu widerstehen. Und aus dieser ersten Offenbarung, dieser Kette oder dieser zwei Ketten, daraus möchte ich doch gerne, damit wir etwas hören vom Wort Gottes. Bis zum nächsten Mal. Gott segne euch.